Hallo liebe Imker-Kolleginnen, Kollegen und die es werden wollen. Ich habe die Mäusegitter bei den Segelbergern Beuthen zugemacht. Jetzt ist die Zeit im Oktober. Das habe ich mir einfallen lassen, diese Fluglochschieber, und nachträglich angebaut. Und ich finde das eine tolle Sache. Denn es gibt da verschiedene Sachen, um die Fluglöcher einzuengen. Es gibt da einmal die Gitter, die man einschieben kann, oder Fluglochkeile. Aber dies finde ich ganz toll und habe ich nachträglich angebaut. Verschiedene Farben. Ich zoome mal etwas ran. So sieht das aus. Seitlich habe ich das rangeschraubt mit Holzschrauben. Und diesen Fluglochschieber kann ich einmal auf Mäusegitter oder, wenn ich wandern will, das Flugloch ganz sperren. Hier sieht man das nochmal ganz genau. Das sind meine Segelberger Zargen in 1,5, auf die ich jetzt umgestellt habe. Da habe ich zwei Hochböden. Dieser ist ein Hochboden, ein Flachboden, wieder ein Hochboden. Die Flugbretter habe ich mir nicht gekauft, die habe ich nachträglich angebaut aus einem Brett und einem Rähmchenholz zum Reinstecken, wo auch die anderen Flugbretter angeschraubt werden. Beim Flachboden, da gefällt mir das nicht so ganz, das Flugbrett. Darum habe ich da dieses Flugbrett davor gelegt. Entschuldige, meine Finger waren davor. Ich filme jetzt gerade mit einem Handy. Dies wäre der Stand, den ich in einer ehemaligen Voliere eingerichtet habe. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Ein Augenblick. So. Hier habe ich noch zwei Völker. Das ist einmal der alte Segelberger Boden. Hier sieht man mal, da habe ich ein Gitter reingelegt. Mäusegitter. Das ist ein Ableger, der da drin ist. Und darum habe ich da noch diesen alten Segelberger Boden. Übrigens, das sieht man jetzt glaube ich nicht genau, diese Beute habe ich mir zurecht gebastelt aus zwei normalen Segelberger Zargen und ist dort geklebt worden, so dass ich eine Zarge 1,5 habe. Diese Beute, eine Heroldbeute, die habe ich auf zwei Normalmastzargen mit einem Flugkeil auch gleichzeitig gegen Mäuseschutz, da kommen keine Mäuse rein dort hinten. Das ist ein Volk, was ich vereinigt habe mit einer Buckfasskönigin. Das habe ich übrigens gar nicht erwähnt eben. Ich habe jetzt die Völker, die will ich so langsam umstellen auf Buckfast. Und habe da drei Völker mit Buckfast. Die vorherigen habe ich mit Karnika gehabt, weil das hier ein Karnika-Gebiet ist. Aber
Wie man weiß, ist das schon lange kein Karnika. Das kreuzt sich alles durcheinander. Nachbardörfer sind bockfast. Und so habe ich mir jetzt auch gedacht, für diese Großraumbeuten hole ich mir auch die bockfast und werde das mal testen. Das hintere Volk ist ein Bockfastvolk, das mit dem gelben Fluglochschieber. Und ich werde noch im Laufe des Jahres, des nächsten Jahres, genauestens über meine Betriebsweise berichten. Behandelt werden die jetzt noch mal kurz vor Weihnachten mit Oxalsäure. Und ja, ihr wisst selber, das Imkerjahr hat zwar begonnen, aber im März können wir wieder reingucken.